Kann man den ändern? So, hier soll ja auch grün hin. Ah, erstmal die eine Seite. Na? Schade, dass sich das hier nicht verbindet, ne? Ist zumindest schon mal ein bisschen grüner. Das hier muss ja sowieso weg. Also ich will hier jetzt keine Grasbüsche stehen haben. Ach doch. Gäbe sogar noch zwei Grasseeds. Wunderbar. Und so ziemlich am Ende sind wir auch mit unseren Kräften. Haben wir auch gut was gemacht jetzt. Zack und... Da nochmal hin. Sehr schön. So, ich habe bloß kein Essen, ne? Oder? Doch, doch, doch. Kannst sagen. Erstmal dieses komische, ich weiß nicht, was das ist. Das sieht aus wie Baumspinat oder sowas. Bringt auch nicht wirklich was, wie ich feststellen darf. Aber es reicht zumindest, um schnell zu verkaufen, bevor John zumacht. Hable. Jo, mein Freund, ich hab da ein bisschen Müll für dich. Die Schmuscheln, den kriegst du nicht, aber den kannst du haben. Ich weiß nicht, was das ist. Kriegst du mal. So, ansonsten, hier ist noch ein Schmetterling. Ansonsten habe ich leider nichts für dich. Immerhin 1609. Sehr schön. Komm doch langsam. Ist das ein neuer Karton? Das ist das gleiche. Tischsäge, Fackel. Eine Fackel, Taschenlampe, woher? Gibt es richtige Fackeln? Ich weiß es nicht. So. Bevor ich jetzt aber ins Bett gehe, kann man auch noch mal ein bisschen die letzte Kraft, die man hat, das fühlt sich ja beim Schlafen eh auf, ausnutzen. Na? Genau. Ein bisschen. Na, willst du wohl. Danke. Ja, klar, schief zu machen. Obwohl ich hier mal noch nicht so ganz sicher bin. Vielleicht mache ich das hier auch noch weg. Aber guck mal, ich habe hier drüben, also das soll auf jeden Fall gerade werden. Hier, naja, ich muss mal gucken. Es kann sein, dass ich den Fluss umbauen muss. Ich will hier schon eine gerade Kante haben. Ich würde drüben schon die gleiche Kante gerne haben wie hier. Da muss ich echt mal gucken, wie ich das am besten mache. Also hier wird noch sehr viel Terraforming gemacht werden müssen. Dorf für Kien würde ich dann vorbei. Na? Hallo? Sehr schön, sehr schön. Ach, redet ihr gerade über die Temperaturen? Ja, keine Ahnung, was wir jetzt gerade haben, aber ich fühle mich wie 40 Grad. Temperaturen werden ja auch leider immer im Schatten gemessen. Ich meine, ich kann verstehen, warum. Weil das Thermometer wird wahrscheinlich in der Sonne so aufheizen, dass es gar nicht mehr richtig die Temperatur messen kann. Aber Sinn macht das auch nicht wirklich viel, weil man ist doch mehr in der Sonne als im Schatten, ne? Die Temperatur in der Sonne wäre interessanter zu wissen. Für dich jetzt. Fühlt sich zumindest an wie 40 Grad. Man ist ja keine 2 Minuten in der Sonne und man kocht regelrecht. Echt, das ist nicht mehr schön. Also Respekt vor den Leuten, die bei dem Wetter zum Strand gehen. Echt Respekt. Ich halte das da keine 10 Minuten draußen aus. Wenn das nur auf dem Balkon oder Terrasse ist. Sehr schön. Jetzt können wir uns auch die schöne Minenlizenz kaufen, wenn Fletch nicht Feierabend gemacht hätte. Aber gut, das werden wir schon noch hinkriegen. Eins nach dem anderen. Jetzt erstmal schnell ins Bett. Aber ganz schnell. Nee, Fletch, du faule Socke, du. So, Rinder. Und schlafen. Immerhin ein bisschen Kleingeld, ne? Immerhin. So, der Fremdling ist da. Der gute Fremdling. Der interessiert mich momentan sehr wenig, ehrlich gesagt. Mein Geld ist drin. Sehr schön. Und Gewitter haben wir. Okay.
Danke für die Falle zurück. Fletch oder Immerchen, Großmütterchen, zukünftige Mutti. So. Ich brauche einmal deine Lizenzen. Ich hab dazu Sam. Ja, die Deep Mining. Ich will die Mine. So, darf ich die denn jetzt auch bauen, die Mine? So, dann gucken wir mal, dann gucken wir mal. Genau. Na, da easy doch, da easy doch. 250.000! Was? Alter, und 10 Zement, 10 Zahnräder, ein, keine Ahnung, was das ist, 2 Schlüssel, 5 Zinn und 5 Kupfer? Halleluja! Fletch, ich hau dir da gleich dein Geld um die Ohren, du. Oh Mann! Ich weiß gar nicht, ob ich die Sachen hab, da muss ich mal die Kisten durchforschen. Ein Motor war das, okay. Sah aus wie Propeller oder sowas. Gut, aber trotzdem, ey, die ist also überhaupt nicht ausgeschrieben. Nein. Mann, wo stelle ich die hin? Warte mal, wo stelle ich die am besten hin, damit es auch ein bisschen ordentlich aussieht? Hier sollen ja meine Felder hin. Das Rathaus ist ja noch, das Museum ist ja nicht ganz fertig. Das hier kommt später auch noch weg. Die Mine hätte ich eigentlich gerne ein bisschen versteckt, ehrlich gesagt. Sowas will keiner mehr in der Stadt haben. Hier muss ich zwar auch noch so ein bisschen Terraforming betreiben, wie man sieht. Und zwar noch sehr, sehr viel, ne? Aber ich wollte das hier so ein bisschen auffüllen. Hier wird die Mine aber perfekt passen. Nicht hier das bisschen Erde wegnehmen, dafür da auffüllen. Und die Mine denn hier so hinstelle, wenn es passt. Die ist aber niedlich. Ja, und dann, wenn er so den Weg ranmacht. Ich glaube, das müsste gehen. Das dahinter kann man ja ein bisschen auffüllen. Ich wollte eigentlich, dass es so aussieht, als wenn es in den Berg geht. Das kann man sich schon zurecht terraformen, da? So, jo, gut. Ich habe 3 Kupferbahnen, die ich abgeben kann. Jetzt muss ich zu Hause mal Lugi-Lugi machen, was ich davon habe. Ich glaube, das sind die Sachen, die aus den Fässern kommen, ne? Di-di-di-di. Die Schlüssel hätte ich. Sehr schön. Die können wir mal nehmen. Ich weiß gar nicht, was das alles war. Das auf jeden Fall nicht. Zahnräder auf jeden Fall. Davon habe ich zumindest auch 3. Ich glaube, ich habe nicht alles davon. Ich weiß nicht, was das ist. Das nehmen wir mal mit. Kupferbarren haben wir den Rest auch. Wir haben die, wir haben das, wir haben das. Ja, ich nehme einfach mal alles mit, was aus den Fässern kam. Dann sehe ich ja, was noch fehlt. So, die nochmal. Dead. Push sieht allein. Komisches gelbes T-Shirt. Wir nehmen die mit, wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Das, das. Ich habe keine Ahnung, aber... So, den gucken wir mal, was ich davon noch abgeben kann. Nee, Motor nicht, da muss ich mal gucken. Irgendwie, ich habe noch keine Ahnung, welchen Fässer habe ich ja schon so ziemlich alles weggekrabbelt. Finde ich schon irgendwann. Das mit der Mine wird wahrscheinlich ein Weilchen dauern. Aber trotzdem kann ich ja schon mal die Sachen abgeben, die ich habe. Ne? Zement weiß ich, wo ich es herkriege, wenn es Zement ist. Ja. So, davon kann ich zumindest auch schon mal 3 abgeben. Da kann ich den Rest auch abgeben. Schlüssel? Da unten. Sehr schön. Da fehlt eigentlich nur noch der Zement, der Motor und 2 Zinnbarren, ne? Habe ich das meist, ja. Und halt das völlig überteuerte Preischen. So, mal kurz googeln. Yep. Die 10 Zement, 2 Zinn und der Motor fehlen noch. Alles klar. Gut, Zement weiß ich ja mittlerweile. Steine habe ich noch. Na, du überteuerte... Was ist denn das? Eisenbahn? Jo. Aber er verkauft auch keinen Motor, ne? Nö, ich sehe zumindest keinen. Minenpass, Metalldetektor. Nö, Motor sehe ich bei ihm nicht. Gut.
Aber ich wollte hier rennen. Sehr schön, Franklin, mein Freund. Ja, ich habe da noch so eine CD, die wollte ich hier abgeben, genau. Ja, die da, die kann man ja abgeben bei ihm. Jupp, gebe her das Geld. Geld kann ich immer gebrauchen. Ich bin so ziemlich ruiniert bei den Schulden, die ich habe. Ah ja. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir kaufen es einfach mal. Ach nee, ach so. Ach so. Alles klar, so ein schöner Heckentorbogen. Juhu, hast du sonst noch was zu verkaufen, mein Freund? Nun gehen wir mal. Ja, er verkauft noch Blümchen. Rezept für Wetterstation. Ein Repair-Tisch und Rasenmäher. Ja, sowas wünsche ich mir schon seit Ewigkeiten in CFDs. Ich kann es mir bloß nicht leisten. Eine Wetterstation, eine Bombe brauche ich nicht. Okay. Ich muss erstmal aufräumen. Nützt alles nix. Warte mal, warte mal. Da läuft Geld rum. Fick. 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 Bis der mal was rallt. Aber wehrt der sich überhaupt? Offensichtlich nicht. Gut. Ist immerhin ein bisschen Kleingeld. Das ist sehr schön. So, einmal kurz. Hier der Grom, hier der muss ich auch alles hier. Palmholz kann auch erstmal rennen. Genau wie das, das, das wieder, das. Alles rennen. Ja. Voll? Voll. Sehr schön, der Schlüssel kann auch wieder rennen. Was doch. So, wo ich jetzt ein Motor herkriege, ist eine gute Frage. Diesen Metalldetektor kann ich aber auch nicht benutzen. Ich habe die Lizenz nicht und ja. Da ist es im Moment nicht so dicke mit, ne? Mit hier dem Meilen da für die Lizenzen. Das Geld kriege ich zusammen, sobald hier mal wieder irgendwie eine Kroko-Population auftauchen würde. Ich habe schon gesehen, andere haben hier am laufenden Band Krokos. Und beschweren sie schon. Und ich muss die Krokos regelrecht suchen. Das ist Mutti zumindest da, dann macht Mutti heute freien Tag, falls es regnet. Das ist ein Kroko. Warte mal, mein Freund. Warte mal. So. Hallo. Kroko ist immer gut. Nun komm her, du. Komm her, du Lederviech. Donut. Komm her. Donut. Wird so nix. Wird so nix. Jetzt so gern. Komm mal her, mein Freund. Hab was für dich. Dankeschön. So, gleich nach Hause bringen. Dim. Das weht zumindest wieder ein bisschen Geld. Gut. Ah, ich guck schon, ich sag ja, jeder hat immer Krokos laufen, nur ich nicht. Sehr schön, aber wie ehrlich gesagt, wie ich jetzt, das Einzige, was mir eigentlich so einfällt, wäre durch die Gegend laufen und Fässer suchen. Aber da kann ich mich ja dumm und dämlich suchen. Ich meine, die Gegend hier ist riesengroß. Ich glaube, diese weißen Flecken hier sind auch noch Inseln, ne? Mini-Inseln. Ich bräuchte eigentlich hier Metalldetektor, was gar nicht geht. So, mache 4000 Geld. Ja gut, das wird schwierig. Ein Baumsamen, das kriegen wir hin. Und ja, mit jemandem reden. Gut, das kriegen wir auch hin, aber Zement machen, das kriegen wir ebenfalls hin. Da fehlt mir was ein. Ich müsste doch Steine haben, oder? Ich meine, ich hatte irgendwo welche. Ja.
So, Seelen reichen, ja? So, du gehst wieder rein, mein Freund. Und diese 10 Steine, die werden wir jetzt mal ganz gut, ganz geflinkt, ganz schnell durch die Gegend schreddern hier mit dem Ding da. Naja, ganz schnell ist so eine Sache. Das Ding braucht Ewigkeiten. Aber. Ja, es ist unrealistisch, aber so macht man Zement hier im Spiel. Oh, das wäre der erste gewesen. Der zweite folgt zugleich. Der dritte Eimer. Na, nun komm, danke. Ich finde, das Ding ist ein bisschen langsam, aber ich glaube, die kann man später, wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe, so viel habe ich schon mitgekriegt. Man kann ja diese Windmühle bauen, die kann ich auch schon bauen. Und mit der Windmühle kann man, glaube ich, so einige Gerätschaften beschleunigen, ne? Von der Geschwindigkeit her. Aber das kommt später, ich möchte erstmal Felder und so haben. Und die Mine halt, ne? Das heißt, ich brauche auch erstmal die Farming-Lizenz. Gut, 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 gut. 12 Maschinen pro Mühle? Oh, das ist mehr als ich dachte. Ich habe so echt so mit 3 bis 4 gerechnet. Okay. Das ist so schön. Aber so kann man sich halt ein bisschen beschleunigen. Oh, haben es ja gleich. Die letzten 2 jetzt noch. Sehr schön. Wir bauen uns hier schon was Schönes auf. Dann kümmern wir uns gleich erstmal um die Tagesaufgaben, damit wir wieder an hier Meilen rankommen. Damit ich vielleicht auch so langsam auch die Farming-Lizenz kriege, aber das bringen wir jetzt doch noch schnell hin, die 10 Zement. Weil an dem Motor komme ich, glaube ich, nicht so schnell. Oh, es wird nichts, aber man kann ja trotzdem schon mal nebenbei versuchen, das Geld abzubezahlen, ne? So, rinn damit. Ich brauche auch noch 2 Zinnbahnen. Sehe ich gerade. So, warte mal. Der muss hier natürlich einmal ganz kurz. Ah, gut. Hier müsste man dann natürlich wieder zubauen. Nur das kurze Stück hier vorne weg. Hm. Damit hier ein anständiger Weg reingehen kann. So, der Baum ist natürlich weg. Hoffentlich kommt ein Seed raus, dann kann ich ihn gleich mit anpflanzen. Wiese. Auf jeden Fall kam da einer raus. Wunderbar, dann schmeiß mal hin. Und. Wunderbar. Die Tagesaufgabe wäre schon mal erledigt. Gut, den müssen wir einmal weg und den können wir dann hier hinpflanzen. Passt doch. So, was seht denn wir denn? Mach 400.000. Ja gut, mit jemandem reden kriegen wir hin. Jetzt schon. Hast es zwar nicht verdient, du Geldlumpen, aber wir reden mal mit dir. Der hat sogar einen Job, Mensch. Dann gucken wir erstmal nach seinem Job. Eine Logging-Lizenz. Was willst du denn? 3 Palmwood? Oh, das kriegen wir hin, mein Freund. Das kriegen wir hin. Trotzdem muss ich einmal mit dir reden, mein Freund. Sehr schön, das haben wir. So, Palmwood habe ich nicht einstecken. Ne, und das kriegen wir gleich schon hin. Warte mal. Ne, nicht mal eine Dekopalm. Definitiv nicht mal eine Dekopalm. Oh, das hier muss sowieso weg. Dann hauen wir hier lieber eine Palme ab. So. Sehr schön, sehr schön. Was war das denn hier? Da. Na, so langsam gummt das auch wieder. Ich habe keine Ahnung, was die Farming-Lizenz kostet. Müsste gar nicht mal gucken. So, Omi, rennet wieder weg. Ich hab was zu googeln. Die Farming-Lizenz, die Farming-Door. Die hab ich.
Okay. Wahrscheinlich habe ich einfach nur noch keine Seeds gefunden, um irgendwie Felder zu machen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich kriege da jetzt gewisse Seeds für oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Felder machen soll. Aber anscheinend habe ich sie. Nein, mein Freund, nein, mein Freund, nein, das wollte ich nicht. Komm her, ich wollte einen Auftrag abgeben. Dahin. Nein, die haben nicht alle jeden Tag einen Job für mich. Ich hatte schon ein paar Mal, dass sie keinen Job haben. So, Palmwood, bitte. Sehr schön, ein... Oh, wunderbar, ein grüner Küchenschrank. Okay. Wunderbar. Ja, es gummt doch langsam. So, die haben nicht alle einen Job. Ich meine, kann doch mal gehen immer gut. Na gut, er hat auch einen, aber es ist jetzt Zufall. Das ist jetzt Zufall. Er will was zu essen. Ja, wenn ich wüsste, was er haben will, ne? Anscheinend haben wir schon. Okay. Oder? Habe ich überhaupt was zu essen einstecken? Warte mal. Boah, dem Ma. Ja, ich hätte Keulen. Hier, kriegst du eine Keule, mein Freund. Wie, du magst keine Keulen. Da kriegst du nie wieder was von mir. Den kriegst du nie wieder was von mir, du. Oma frisst zumindest nur Pflanzen. Das weiß ich. John, ja, der nimmt dir gleich die ganze Hand. Jo, gut. Ein Brunnen. Sieh schön. Aber wir kommen noch langsam voran. Was brauche ich für den Brunnen? Brunnen, Brunnen. Wo ist die Brunnen? Da ist die Brunnen. Okay. Gummi, Holzplanken, Zement und Stein. 10 Stück. Aber gut, ich weiß auch nicht, ob der Brunnen... Ich war erst mal überlegen, hier links und rechts einen Brunnen hinzustellen. Aber ich hätte da lieber so einen Springbrunnen gehabt. Das andere sah eher aus so wie so ein Bauernbrunnen. Das passt hier nicht. Das passt hier nicht so wirklich. Aber wieso wächst hier ein Baum? Wieso kein Baum hin? Hier soll kein Baum hin. Aber gucken, dann kann man vielleicht irgendwann später mal meine Felder. Okay. Nein, nein, nein. Oh. Gerade so viel Chat geguckt und dem Moment laufe ich das her. Das Problem ist jetzt, weil ich ja gerade gesehen habe, dass ich die Farming-Lizenz schon habe. Wie mache ich, also Felder an sich, wie mache ich die? Habe ich da irgendein Werkzeug für? Kann ich mir schon irgendwas kaufen? Ich muss mal gucken. Vor allem, wo kriege ich denn Seeds her? Also Samen. Für Mais, Korn, was auch immer man anpflanzen kann. Das weiß ich mich in der Tat nicht. Schaufel und was habe ich ja alles. Also Bananas, okay. Nö, die haben wir selber. Ach, nur wenn Ryan da ist? Und wie mache ich den Ackerboden? Weil, was macht er? Danke, mein Freund. Danke. Gleich zu John bringen. Ein Sondereck. 1,62 Kilo. 53.000. Ja! Das machen wir. Sehr schön. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht, was der da gemacht hat, aber mein Geld. Wunderbar. Also alles war... Ja gut, Rain ist jetzt nicht da. Vielen Dank, mein Freund. Ich weiß zwar nicht, was du gemacht hast, aber danke. Danke, danke. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, den brauchen wir gutes Weg räumen. Warte mal, die Blume habe ich eh schon drin. Hier kann erstmal rin, das kann erstmal rin, das kann erstmal rin. Da kann ich, glaube ich, nur hinpflanzen und. Da wollte ich mal googeln. Halt.
Entschuldigung. Der Gönner Renzo. Den verkaufen wir nachher. Aber den machen wir einmal nach oben. Was für ein Durcheinander hier, ne? Mein Essen gehört hier unten drin und wir versuchen gleich nochmal das Fischen. Das ist zwar ein Riesenkrampf, aber wir versuchen es nochmal. So, aber meinen grünen Küchenschrank will ich ja doch schon gerne. Ja, okay. Kann man da was machen? Ah, ist eine Kiste. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Ich will nochmal das Angeln probieren. Das Angeln ist zwar eine totale Katastrophe, aber meine Hoffnung ist, dass man im Gewitter irgendwie andere Fische kriegt oder so. Ich sehe ja nicht mehr Fische im Dunkeln. Ich sehe gerade nichts im Wasser. Das Wasser ist schwarz. Ich glaube, das kann ich knicken. Hier siehst du nichts nass. Müsste ich mir erstmal eine Lampe besorgen oder sowas. Vielleicht im Meer, aber glaube ich nicht. Na, Mutti? Kann man Mutti angeln? Ausprobieren. Oh, sieht nicht so aus. Gut. Nee, Mutti lässt sich nicht angeln. Okay. Das kannst du knicken. Ich sehe nichts. Das kannst du knicken. Okay. Hätte ja sein können. Man weiß ja nie so genau. Eieiei, es ist ja echt stockdunkel. Ich gehe schlafen. Hallo John. Gut, dann muss ich wohl mal warten, bis Rain wiederkommt, damit ich die Sachen mal hier kaufen kann. Vorher wieder nichts mit den Filtern, ne? Dann legen wir uns jetzt erstmal schlafen. Den sehen wir zumindest wieder was. Dim, dim, dim. Und dann kann ich jetzt zumindest da die Meilen sparen für die Lizenzen. Dann habe ich ja erstmal alles Wichtige. Was, dass man nichts sieht? Kam durch das Gewitter? Oder eher durch die Nacht, ne? So, und wir sind Kleingeld. Ja, noch ein bisschen, da ist mal eine Falle, aber das müsste das Krokus sein, ne? Jo. Sieh schon, ein bisschen Geld kann man zumindest rein. Ah, hier sieht es so mies aus. Leider kein Besuch, leider kein Besuch. Gut, Fletschi, von dir wollen wir heute nichts. Was ist denn die Tagesaufgabe? 2 Früchte kochen, 2000 Spinden, also 2000 ausgeben, ne? Und schon wieder diese Kochstation. Hallo John, geh mal zur Arbeit, mein Freund. Was kostet mal? Ich geh mal kurz ein paar gucken. Ne? Was kostet denn die Lizenz für den Metalldetektor? Sonst finde ich nie den Motor. Da wollte ich hin. Hallo Fletsch, hallo Fletsch. So, Metalldetektor. Hier. 500. Ach komm. Sehr schön. Was kostet die zweite? 2000! Okay, ich kann zumindest. Jordan, ich brauche den Metalldetektor. Siehst du, dass du zur Arbeit kommst, Mann? Der Mann hat eine Arbeitsmoral, ne? Das ist zum Hühnerschrecken. Krogo ist zumindest nicht in der Nähe zum Verkaufen Süßigkeiten. Was eine Schade ist, ne? So, Jordan, bist du jetzt vor der Arbeit? Nö. Jordan? Komm, ich mach dir Beine, mein Freund. Geht so. Arbeit. Jordan, es ist 8:01. Siehst du, was du reinkommst? Ja, jetzt merkst du, dass du zu spät bist, ne? Jetzt, das ist nur einer, du. Sie findet ja seine Tür nicht. Danke. Was wollte ich jetzt mal schon? Das ist eine gute Frage. Irgendwas wollte ich gerade mal schon kaufen und weiß jetzt nicht mehr was. Oh Mann. Ah genau, der Metalldetektor. Da ist er doch.
6600, das ist er ja. John, du. Ganz schlimm mit dem Mann, ganz schlimm. Habe ich zwar noch nie mitgearbeitet, das werden wir jetzt aber mal probieren. Am besten am Strand, wa? So, dann gucken wir mal, wie die FGD funktioniert, ne? Okay. Ist ja gut, ich hab's da begriffen. Das ist sehr schön. Oh, hallo Motor. Sehr schön. Das schauen wir mal wieder rein, ne? Wollen wir nicht den Strand kaputt machen. Gut. Hat doch gut geklappt. Den Motor können wir abgeben. Das hat doch mal sehr, sehr gut geklappt. Ja, die hole ich gleich. Ich mein, wird ja wohl hoffentlich mal nachgewachsen sein inzwischen. Das jetzt. Aber jetzt erstmal den drin. Sehr schön, dann gucken wir mal. Jetzt hatte ich jede Menge da hinten. Die hatte ich bloß so ziemlich abgegrast. Dessen hoffe ich, dass die mal wieder da sind. Oder warte mal. Warte mal, bevor ich jetzt hier nach Erzen grabe. Vielleicht habe ich noch welche hier. Guck mal, ich kann sogar zwei Zinnbare machen. Sehr schön. Zack. So, warte mal. Einen lassen wir hier. Einen lassen wir hier. So. Sehr schön. Und dann können wir die hier, nämlich einmal kurz gleich direkt schmelzen. Dann geben wir die ab und dann kann sie halt am nächsten Tag gebaut werden. Ne? Dann haben wir die Mine auch. Das Geld kriegen wir schon zusammen, wenn irgendwann mal Krokus auftauchen. Gut, das Ding ist sehr laut, aber es ist cool. Es ist cool und hat gleich beim ersten Mal geklappt. In der Zwischenzeit versuche ich mal krampfhaft den Fisch dann nochmal zu kriegen. Schnell kann man die Taste gar nicht loslassen. Jedoch. Sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. Hat doch geklappt. Dann müsste jetzt auch mein Ziehen fertig sein. Hoffe ich mal. Nö. Echt, das dauert ewig. Ah, jetzt. So. Mal kurz die Mine fertig machen. Dann haben wir das. Ja, weiß ich. Ich könnte auch jeden Tag quasi ein bisschen reinmachen. Aber was bringt mir das? Ich sammle das Geld zusammen, bis ich alles auf einmal habe und dann ist gut, dann ist es fertig. Den Fisch weiß ich gar nicht, ob ich den schon im Museum abgegeben habe. Da werde ich gleich mal googeln. So, auf jeden Fall haben sie alle. Die Arbeit beginnt morgen. So, warte mal, da läuft Geld rum. Das wollen wir kurz einfangen. Kommst du mal raus aus dem Wasser? Danke. Danke, danke. Oh. Nein! Nein, 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 nein! Oh. Der immer so ein Speer wegwerfen muss. Sehr schön. Ja, ich spiele mit dem Gamepad und das ist, wenn man den linken Stick runterdrückt, dann wirft man weg, was man gerade in der Hand hat. Das passiert im Kampf leider häufiger, als man denkt. Das ist furchtbar. Sehr schön. Auf jeden Fall haben wir ihn weg. Wunderbar. Leider haben wir auch fertig. Gut. Dann will ich jetzt mal kurz erzählen gehen. Wir machen gleich weiter. Aber ich werde jetzt einmal kurz ins Päuschen einlegen, weil ich muss aufs Klo. Das sag ich mal. Bis gleich. Warte mal, hier müsste ja Pause gehen, oder? Ja, ich wollte das, glaube ich, noch. Wir müssen noch die Tagesaufgabe. Ja. Sehr schön, gut. Denn bis gleich.